Hallo, grüßt euch, frohe Weihnachten, liebe Menschheitsfamilie. Das etabliert sich jetzt voll und ganz und es ist schön zum Sehen. Wir sind eine Menschheit. Was uns stark macht, ist, dass wir alle unterschiedlich sind und dass wir Vertrauen ineinander schenken und sie gemeinsam unterstützt, dass jeder nach seinen Stärken leben kann und wieder Selbstbewusstsein entwickelt. Wer bin ich? Warum bin ich da? Ich muss den Job machen, weil sonst kann ich die Miete nicht zahlen. All das gilt anzuschauen und ich möchte heute das Ganze ein bisschen von einer anderen Perspektive betrachten, weil man darf nie vergessen, es ist nur eine Perspektive, eine Sichtweise, dass man die Regierung für alles verantwortlich macht und wie best das nicht zu uns sind. Das habe ich oft genug schon aufgeklärt auch. Und man hat immer die Wahl, dass man sich nicht einschüchtern lässt. Wie oft, dass mir schon an Masken aufgezogen werden nicht sollen, so wie vor zwei Tagen war ich im Supermarkt, im Spar, ich sag's euch, mittlerweile habe ich's trainiert, ich liebe es. Kein ärztliches Attest, ich habe keine Haftungserklärung mehr, keine Maskenbefreiung, das brauche ich alles nicht mehr, ich liebe es. In den Supermarkt reinzugehen, Schultern zurück, Kopf hoch, schauen wir mal, wer mich konfrontieren will. Kommt ruhig her, kommt her. Ich suche die Konfrontation. Ich liebe die Konfrontation. Und auch wenn ich Tage habe, wo ich mich nicht danach fühle, dann liebe ich es noch mehr. Weil dann wachse ich aus mir heraus. Und dann kommt der stolze Mensch raus, wo ich sage, und er hat eben zu mir gesagt, ihr müsst zwei Masken tragen. So öder her. Ganz ängstlich hat er mich angeschaut. Ihr müsst zwei Masken tragen. Und dann schaue ich ihn ganz entspannt an und sage, freie Menschen tragen keine Maske. Und es geht ganz easy. Und ich liebe es mittlerweile. Das alles trainiert über die letzten Monate, dank Corona. Wenn jeder in der U-Bahn, ich bin ja ursprünglich, wohne in Wien, jetzt gerade bin ich ein bisschen am Pendeln und wohne gerade in Salzburg, verbinde mich dann mit die Berg. Jetzt schaue ich bald einmal nach in Steiermark vorbei zu euch. Da habe ich auch gehört, dass es ganz leiwand ist. Und ich habe es geliebt, immer in die U-Bahn einsteigen und der Einzige ohne Masken sein. Passt. Das ist die Lösung. Und es ist das Lebensgefühl, was zurückkommt. Es ist richtig geil. Und ich bin vielleicht in der U-Bahn bin ich zweimal angeredet worden, sonst nichts. Weil ich immer auf die Konfrontation warte. Ich warte nur drauf. Kommt's ruhig her. Ich bin gewappnet mit den stärksten Waffen, die es überhaupt gibt. Genannt Wissen. Und ich bin auch dermaßen bereit dazu, dass ich diese Waffen auch verwende. Ganz einfach. Und ich muss auch sagen, zu dem hat es auch kommen müssen, das was wir jetzt erleben. Weil seit Jahren fühle ich mich schon wie ein Alien auf dem Planeten. Bin der Einzige schon vorher immer gewesen, seit 2012, der kein Smartphone hat. Weil ich das nicht will. Weil ich gesehen habe, was es mit den Menschen macht. Das ist wirklich bedauerlich gewesen, wenn du in der U-Bahn drin sitzt und ein jeder ist abgelenkt. Ein jeder hat vergessen, was das Leben ist. Wie wertvoll das Leben ist. Dass man einen Moment innehält und einfach einmal die Luft atmet und einmal sich um einen anschaut, ein paar Bäume sieht und sich denkt, hey, wie leiwand ist denn das eigentlich? Wie kommt mich eigentlich in das ganze Spür rein? Und dann kommen viele andere Fragen auf einmal. Und wir haben die Verbindung zueinander verloren. Und es ist ein Trauergespür schon vor gewesen. Und jeder hat vor Corona schon die Masken aufgesetzt gehabt. Wie geht's da denn? Ja, geht eh. Geht schon. Passt eh. Man kann eh nichts ändern, deswegen mache ich so weiter. Wir waren schon vor Corona mit einem Virus befallen. Der hat sich ganz langsam eingeschleicht. Und das gibt es schon seit Jahrzehnten.
ein Virus, der sich immer mehr verbreitet hat. Und es ist ein Virus des Verstandes, dem was alle verfallen sind. Und der Virus ist, dass wir glauben, dass wir anderen gehorchen müssen, dass wir Befehle ausüben müssen. Müssen wir nicht, das beweise ich jeden Tag. Ich muss keine Masken tragen. Wenn ich einen Job hätte und sie sagen, dass ich eine Masken tragen muss, dann geh ins Vertrauen und sag, nein, ich bin mehr wert als wie das. Das ist das, was wir erkennen müssen in dieser Krise. Jede Krise ist eine Chance, wenn du die andere Seite der Medaille betrachtest. Und Corona ist eine Riesenchance, ein riesiger Weckruf für uns als Menschheit, dass wir erkennen, dass wir Selbstverantwortung übernehmen müssen jetzt. Das ist das absolut Orge, was die mit uns vorhaben. Die Maschinarisierung der Menschheit. Und das kann man schon über Jahrzehnte beobachten. Wo ist das Gefühl geblieben? Wann reden wir wieder über Emotionen und wie es uns wirklich geht? Vor Jahren habe ich angefangen, dass ich anfange, authentisch mit meinen Gefühlen umzugehen. Und dann ist mein ganzes Umfeld einmal geschockt worden. Wie geht's dann? Du, eigentlich ziemlich geschissen. Weil ich habe mir erkundigt, dass überall Kriege herrschen, dass der IWF und die Weltbank Milliardenkredite an Ländern hergibt, die Länder zwangsverschuldet sind, dass die Leute in China pro Stunde ein paar Cent Zeit kriegen für das, dass wir dann diesen Schrott hier kaufen, völlig immer mehr und mehr in einer Konsumgesellschaft landen von Dingen, die uns nicht glücklich machen. Und ein jeder, dem Glück nur nachjagt und nicht erkennen kann, dass wir uns selbst glücklich machen können. Okay, hör auf, so schlimm ist es nicht. So schlimm ist es auch nicht. Doch, doch, es ist schlimm. Diese ganzen Oligarchen, die sie das ganze Geld aufteilen, die Vermögensverlagerung zur Elite, zur Finanzelite, ja. Das sind Dunkelmächte, die da am Werk sind. Absolut. Es ist ganz klar, dass wir das in dieser Welt haben. Weil sonst würden wir nicht Armut tolerieren. Wir würden es nicht tolerieren, dass Leute obdachlos sind. Ich meine, wie krank ist denn das? Menschen, die kein Zuhause haben. Auf einem Planeten, der in absoluter Fülle Lebensmittel produziert, haben wir wie viele Tausende an Kindern, die jeden Tag an Hunger sterben. Wir haben da ein gewaltiges Problem in der Welt. Und jetzt ist es eben Zeit, dass wir in Europa wachgerüttelt werden. Und es ist nicht unser Gehalt. Es sind nicht unsere Ersparnisse oder unser Haus, unser Auto, das was uns glücklich macht. Corona ist eine Chance, dass wir erkennen, dass uns das alles nicht glücklich gemacht hat und dass wir jetzt umdrehen und einmal tiefsinnig eine Fragen stellen. Und deswegen sind wir einmal da heute. Und das freut mich. Das freut mich wirklich. Weil für lange Zeit, für Jahre, habe ich persönlich sehr viel an Depressionen geleitet. Das kann ich ganz offen und ehrlich jedem hier mitteilen. Warum? Weil ich es überwunden habe. Warum? Weil ich angefangen habe, über meine Gefühle zu sprechen, wie es mir wirklich geht. Und angefangen, dass ich jeden Tag versuche, so viel wie möglich meinen Beitrag zur Menschlichkeit zu leisten. Und das tut gut. Wir müssen uns wieder mit dem Leben verbinden und wie kostbar das ist. Wie wunderschön jeder Mensch ist, der was in unserem Leben ist. Ich glaube, für das ist Weihnachten da. Wenn ich mich umschaue und die Familie um mich habe, was für ein Wunder, was für ein Geschenk, und das gilt es zu schützen. Und um das zu schützen, müssen wir jetzt anfangen, dass wir das machen, was wir wollen. Für eine Welt sein, die gut ist auf dem Planeten, wo wir uns alle gemeinsam unterstützen, wo jeder sein Talent ausleben kann. Das ist das, was wir jetzt unbedingt brauchen. Und dann generieren wir Fülle. Und das machen wir, indem wir zum
Idiotenverein Nein sagen. Der Idiotenverein, der hat auch einen Präsidenten. Und wenn irgendwer sagen will, dass wir da kein Tee ausschenken dürfen oder Brote streichen dürfen, dann sagen wir, nein, das machen wir schon. Und dann bin ich auch für etwas. Weil anscheinend gibt es keine Konsequenzen zum kriminellen Verhalten von Herrn Anschober, von Herrn Kurz, von Herrn Nehammer, vom Herrn Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen, an den ich persönlich eine Haftungserklärung abgeben habe, weil ich mir nichts scheiß. Ist was passiert mit mir? Nein, gar nichts. Ich habe nur das Konzept der Haftung an die Menschheit weitergeben. Und mein Appell daran ist, dass jeder Verantwortung hat, jeder von uns, inklusive der Politik. Und wenn die Politik keine Verantwortung übernimmt, dann machen wir kompromisslos gar nichts, was sie uns sagen. Ganz einfach. Ihr ignoriert uns, wir ignorieren euch. Quid pro quo. Ganz einfach. Und wir gründen unsere eigenen Vereine, wo ich mich dann selbst als Präsident nennen kann. Und mir die Krone aufsetzt, wenn mir das Spaß macht. Und dann vernetzen wir uns mit anderen Vereinen. Dann gibt es einen Verein für Hotels, da gibt es einen Verein für Wirte, da gibt es einen Verein für Lebensmittel, für Künstler, für alles Mögliche. Und dann wandert die Energie immer mehr zur Selbstverwaltung. Und dann will keiner mehr im Idiotenverein drinnen sein. Weil die Massen der Menschen, die müssen wir nicht aufwachen, liebe Menschheitsfamilie. Wir sind Pioniere des neuen Denkens, der Herzfrequenz. Und wenn wir das umsetzen, auf Vereinsbasis, gemäß dem Naturrecht, das Naturrecht sagt nur, füge keinen Schaden an andere Lebewesen, ganz einfach. Und wenn wir das so machen, dann werden die Leute sich langsam die Frage stellen, hey, warum bin ich eigentlich nur immer im Idiotenverein registriert? Warum gehe ich nicht zu den anderen Vereinen hin? Und diese Zeitenwende, die ist jetzt seit 21. Dezember für mich offen. Wir haben das Schlimmste meines Erachtens überstanden. 21. Dezember ist der niedrigste Stand der Sonne. Und jetzt, ab heute, fängt es an, dass die Sonne immer ein Grad weiter hinauf wandert. Und dahin fließt jetzt die Energie. Ich will gegen keinen mehr kämpfen. Das interessiert mich nicht. Weil ein Mark Twain hat gesagt, beispielsweise, kämpf niemals mit einem Idioten. Weil der Idiot bringt dich auf dein Niveau, also auf sein Niveau, und schlagt dich dann mit Erfahrung. Wir brauchen nicht mehr kämpfen. Einfach eine Bilanz ziehen, Diagnose kriminell, Diagnose geisteskrank, dass man unsere Kinder so misshandelt, das dürfen wir sich einfach nicht gefallen lassen. Und da heißt es jetzt ins Vertrauen gehen, ins Leben. Es geht immer weiter. Passen wir auf unsere Kinder auf und nehmen wir uns einen nach dem anderen aus der Schule, wenn sie so misshandelt werden. Wenn man Lehrer ist und sie wollen jetzt Zwangstestungen machen, dann einfach zum Direktor gehen und sagen, hey, sie müssen da bitte die Haftungserklärung unterschreiben. Weil es ist nicht klar, wer die Haftung für Schäden übernimmt. Und dann ist es gemacht. Der Direktor wird sich höchstwahrscheinlich auch freuen und wird was dazulernen. Weil er glaubt, er muss auch noch Befehle ausüben. Nur das ist ja genau das Problem, was wir haben. Wir müssen aus dieser Kindlichkeit raus. Das ist ein falscher Trugschluss. Es gibt negative Konsequenzen, wenn man einfach Befehle ausübt. Und wenn ich ein Lehrer wäre, ich habe Lehramt studiert, wenn ich in der Schule wäre, ins Vertrauen gehen, in die Lebensenergie, dass man das Richtige macht. Und wenn sie diese Mastentests machen wollen, zum Direktor direkt Haftungserklärung, unterschreiben sie das bitte, weil sonst lasse ich mich nicht testen. Und keiner unterschreibt es. Niemand. Da hat man super Waffen.
Wehrt euch so. Und wenn ihr euch von der Schule raus hat, passt. Weil die Schule ist anscheinend Teil des Idiotenvereins, wo sie eh nicht mehr Teil sein wollt, weil der Idiotenverein wird von Kriminellen geführt. Ganz einfach. Und dann kommt sie ja nach Linz da und macht seine eigene Schule auf Vereinsbasis. Danke. Alles ist jetzt möglich. Wir haben genug Lehrer, die dann immer mitmachen wollen. Wir haben genug Rechtsanwälte, Ärzte von allen Schichten und jetzt so holen wir sie unser Land zurück. Kein Kampf, neu erfinden, den Idiotenverein verlassen, weil das ist nur ein Bewusstseinsaufstieg. Im Idiotenverein ist mein Bewusstsein, dass ich immer ein Teil des Staats bin und immer das machen muss, was der Staat mir sagt. Ein neues Bewusstsein ist, ich bin der Staat. Ich gründe einen eigenen Verein. Jetzt schauen wir mal an, was da für Ideen herumkursieren und dann komme ich vielleicht auch auf Ideen. Mit Sicherheit. Weil der Mensch ist ein kreatives Wesen. Kreativität ist Herzintelligenz. Und Kreativität ist genau das, was am meisten unterdrückt worden ist. Deswegen sind wir seit Jahren versklavt von unserem eigenen Verstand. Wir sind nicht versklavt von einem Herr Kurz oder einem Anschober. Wir sind versklavt von unserem Verstand. Die Gedanken, die wir denken, die uns glauben lassen wollen, dass wir keinen Wert haben. Jeder von uns hat einen Wert. Und wenn wir in unsere Mitte kommen, dann sind wir kreativ, gründen Vereine und das ganze Spiel geht weiter. Und nämlich viel besser. Und dann sind wir wirklich im Gespräch. So verändern wir die Welt. Ist die Zeit reif dafür oder habe ich nur ein Plätzchen gekriegt? Wollen wir das? Wollen wir in Selbstverantwortung handeln? Wollen wir aufhören zum Streiten? Weil nur der Dümmere fällt den Bauch beim Streiten. Lassen wir uns aufeinander ein, reden wir miteinander. Und da können wir sehr viel lernen voneinander. Also in Linz beginnt's. Danke für dieses wunderschöne Jahr. Es war eigentlich das Beste, was ich jemals erlebt habe. Die Krise ist die Chance. Und ihr lang auf den Zeitpunkt gewartet, dass endlich die neue Erde da ist und jetzt ist da. Und wir dürfen sie einführen. Wir. Was für eine Ehre. An jeden Einzelnen da. Das sind wir. Wir sind diejenigen, auf die wir immer gewartet haben. Wir brauchen keinen Trump. Wir brauchen keinen Putin. Das ist alles ein altes Spiel. Die können schon die richtigen Gedanken haben. Ich weiß nicht. Aber wir müssen uns auf uns selbst verlassen. Niemals auf einen Politiker. Niemals! Danke!